Free Inkern. Ihr spielt jetzt einfach nur die beiden. Denkt dran, eure Stats hier auszuwählen. Nicht vergessen. Oben steht doch dieser eine dicke Mob. Wie kann man das verhindern, dass man da gesilenced wird? Jemand? Ja, du hast dann so einen Debuff, der dir die Seele entzieht. Und den musst du einfach nur einsammeln. Du hast so einen Mob gebraucht. Ah, okay, weil das erste Mal wurde ich nicht gesilenced und beim zweiten Mal wurde ich gesilenced und dann dachte ich mir, okay. Hab weitere Mobs gepullt, konnte nicht zum anders denken, war ein bisschen bescheiden, ich bin wie panisch ein bisschen rumgelaufen, irgendwann war der Debuff weg, anscheinend habe ich die Seele eingesammelt. Ah ja. Okay, das erklärt's dann natürlich. Wollt ihr die Tuse zu dem Ding dazu ziehen? Nee, die skippen wir gleich. Beide? Yes. Okay. Also mit dem Roadblock, oder? Ja, wir schrauben hier gleich einfach durch. Kannst doch ohne durch. Ja, aber ich mach schon. Wir haben ja kein Zeit-Issue. Endlich mal einer, der weiß, dass man das skippt. Ja. Weil ich mir gerade nicht sicher bin mit den Pads. Muss ich mein Pad das missen? Deshalb einfach. Nein. Brauchst du nicht. Wir laufen in der Mitte einfach durch. Das ist bei Wo auch immer so buggy gewesen. Manchmal geht's, manchmal nicht. Nö, das geht. Einfach hier genau in der Mitte durch und dann schrauben. Aber den großen machen wir, oder? Den großen spielen wir ja. Bisschen langsamer hier, Moment, wir sind hinten so ein bisschen abgeschnitten hier. Okay. Den hier spielen wir. Wie gesagt, der macht so eine Seele entziehen, gedönst. Einfach die Seele einsammeln. Hauptdommel. Ah, das kriegen aber nicht alle ab, das Seele entziehen. Nein. Das hier ist ein Shot auf hier. Kannst du Spellflecken. So, und jetzt rein theoretisch den ganzen Raum, wenn du es aushältst. Du kannst den Boss auch ruhig pullen, sozusagen, und den rausziehen, aber musst du nicht. Wenn du es nicht aushältst, dann lass. Ne? Einfach alle hier LOS draußen, alle wieder raus und LOSen. Der Boss resettet, weil er hier den Raum verlässt. Wir werden gleich sehen, ob ich es aushalte, aber ich vermute, mit Inka müsste es gehen. Doch, also tankmäßig müsste das easy gehen. Was ich mit dem Frontal. Im ersten Key, wo ich mir drin war, habe ich mir gefragt, soll ich zwei Gruppen ziehen? Oder war ich nur ein bisschen vorsichtig? Aber gut, das scheint ja easy zu gehen, dass du alle mitnimmst. Jo, die machen halt nichts. Das ist halt nur Melee. Und das auch nicht hart. Also. Ich meine, früher sind die, oder war das im ganz alten Kara, da sind die irgendwie explodiert, die Dinger. Ja, ich weiß, da konntest du auf jeden Fall den Boss pullen und alle sind gekommen. Aber das gibt jetzt halt nicht mehr. Jetzt musst du die alle pullen. So, der Boss jetzt hier. Keine Cooldowns, kein Bloodlust, kein gar nichts. Sondern wir gehen immer nur auf die Ads, die haben absolute Prio. Mit so viel Damage wie es geht, aber keine Cooldowns ziehen. Und alle hier vorne stacken. Nicht auf Max Range stehen, sondern hier alle so ein bisschen in Melee bleiben. Und auf das Ad, auf das Ad. Und das musst du auch so ein bisschen taunten, die sonst sind hier so ein bisschen weird irgendwie, die Ads. Einfach immer taunten, wenn die spawnen. Okay. Und wesentlich mehr Damage. Dodgen. Ich hab keinen. Soll ich hinten raus? Ja. Einfach Max Damage auf die erzielen. Dodgen gleich, dodgen. Wieder Ads. Wir müssen wesentlich mehr Damage auf die Ads machen. Ja, ich war im Seed, war nicht da. Hey, passt, kein Vorwurf, just saying. So, wenn wir alle CDs haben, geht das schon. Glaub ich. Ja, oh. Da, CDs darfst du noch eine Möglichkeit nicht ziehen auf die Ads. So, der geht jetzt gleich in die Phase. Und dann alles rein hier. Bloodlust. Wollen wir Bloodlust nicht die Affirmative? Nee. Brauchen wir nicht. Wird vorhin nicht konvoken sein. Kevin, ich hab dir gestern schon gesagt, Medivh ist eigentlich free. Aber jo, irgendwie wollen alle da Bloodlust ziehen. Auf jetzt. Set. Und wie gesagt, die müsstest du noch Möglichkeit auch taunten, wenn du kannst. Sonst fickt mich das ziemlich. Jo, perfekt. Dodgen.
Aufs Ad hier. Kommen wir nicht ran als Melee rum. Mal, ob ich's raustanken kann, ne? Ja, das sieht gut aus. Dodgen. HP-Shot. Ja, kurz Dommer helfen hier. Perfekt. Good job. Letzte Ad. Dodgen. Oh, und finish. Na, das Problem mit Last ist, ich meine, sicherlich ist es, hast du grundsätzlich recht, dass es auf Medieb wahrscheinlich angenehmer ist, aber da müssten wir halt jetzt hier 10 Minuten auf Last sitzen, so, das ist irgendwie weird. Wollt ihr den skippen oder wollen wir den spielen? Nee, lass uns den spielen. Der gibt 10% oder 11% Trash. Ich bring dir so viel. Wir können den auch runterziehen zu dem anderen, da kommen die Fledermausflächen nicht. Okay, dann sollen wir sie gleich. Falsche Richtung. Nein, das haben wir gestern rausgefunden, das ist richtig geil. Soll ich den anderen mitpullen? Verstehe nicht ganz. Was passiert dann? Da kommen diese Fledermausflächen nicht. Und da will der andere. Musst du die nicht spielen. Aber den anderen willst du ja da unten nicht spielen. Oder was meinst du? Ja, man kann. Weil der Mob, wir müssen ja in die andere Richtung, ne? Also hier runter. Ist ja. Okay. Warum kannst du mich das unten nicht? Für 2% extra Stats. Ja, also das. Ich denke nicht, dass das so ist, ne? So, mit reinziehen hier, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob das so gut ist da oben, da unten, da kannst du halt schlecht ausweichen, ne? Ja, das halt meine ich. Also hier runterziehen ist mit Sicherheit immer verkehrt. Einfach hier oben spielen, wo er ist. Oder halt zu dem anderen Mob, der den Front macht. Und die Prozente brauchst du halt nicht. Das ist halt das Problem. Haben wir hier noch einen CC auf dem? Ah, ich hab 4 ready. Ich glaube, gerade für Hexer wäre es worth, wenn wir den unten mit reinziehen und einfach auf Double Target niederkriegen. Ich denke nicht, ne. Hast du halt das ist mit Sicherheit niemals worth. Ja, aber du musst den ja machen. Ne? Das heißt, ne, du, von der Zeit her sozusagen. Das heißt, du brauchst weder die Prozente noch den 1% Buff. So, deshalb, oder 2, sonst nur nicht worth nimmst. Aber. Der hat hier Akku Reset, einfach sofort taunten, wenn er jemanden uncharged. Nicht vor dem stehen, der hat einen Frontal. Ich drehe dahin, wo wir weitergehen. Und Cooldowns aufsparen, einfach hier ohne Cooldowns. Der macht relativ viel Melee Damage, taunten. Ja, und du musst so schauen, irgendwie. Du musst den dann weiter rausdrehen, ne? Wir können halt auch nur zu dir dodgen. So, der hat einen konstanten Frontal. Und wenn wir nur hier eine Fläche haben, wo wir reinsteppen können, musst du den weiterziehen. Ich hoffe, der springt jetzt nicht auf mich drauf, wenn ich runterlaufe. Und. Geht mit dem Town Cooldown nicht ganz aus. Müsste eigentlich. Ich glaube, wenn ihr. Oh, das ist schlecht. Hast Release, ja. Ja, wenn ihr in Melee kommt, dann macht er das auch nicht. Ja, dann resettet er jetzt komplett. Oh. Ja, brauchen wir denn für die Prozente? Ich hab noch keinen. Jo. Dann bleib ich erstmal liegen. Ja, bleib einfach liegen. Was kann man hier machen, wenn alle Flächen voll sind mit der Feuerscheiße? Es sind nie alle voll. Es gibt immer welche zum Dodgen. Problem ist halt, wenn die beim Tank ist, dann kriegst du einen Frontal ab. Und muss man irgendwie ein bisschen game. Aber ja, es ist immer was voll. Soll ich freilassen oder? Nee, wir können jetzt auch gleich retzen. Klar. Okay. Ja, also der Boss jetzt hier, die Arcane Barrage wird eigentlich immer durchgelassen, außer er castet 2 direkt nacheinander, call ich aber dann Interrupt. Ansonsten, Frost muss auf jeden Fall gekickt werden. Und Feuer ist ein bisschen random. Dommel, du machst einfach immer nur Feuer. Ich mach den Eisblock dann die ganze Zeit. Du machst dann Eisblock 1, ich mach Eisblock 2. Taylor, du machst Off-Call und Phil ist auch Off-Call.
Ich stelle nochmal ein Feast hier, Zeit genug. Ja. Dann für die Leute, die den Boss noch nicht gemacht haben, gibt es diese Frost-Geschichte. Da muss man die ganze Zeit in Bewegung sein, bis die komplett vorbei ist. Immer in Bewegung, nach jedem Spell und so. Bei Feuer einfach stehen bleiben, auf gar keinen Fall bewegen. Und bei den Vögeln starten wir hier beim Mond. Fearless, du machst den Interrupt hier auf dem hinten an der Tür. Ja, der ganz Vogel, klar. Der spawnt. Und Domme, du dann vorne links. Ja. Okay, jo, dann let's go, oder? Jo. Kriegt denn Bernd im Forst eigentlich einen Cast durch? Oder? Das ist deiner, Knobbel. Ich hab ihn genommen jetzt. Ja, das durchlassen. Meiner. Knobbel dann next. Ah, nevermind. Ihr kickt mal bitte nur, wenn ich sag. Und nicht random hier reinkicken. Dela. Durchgekommen, das nächste Feuer muss dahin. Sommer. Nicht bewegen, keiner bewegt sich. Nicht bewegen, mein Interrupt. Nobel. Durchlassen. Sommer. Fehler. Meiner. Nobbe. Ne, hier jetzt bewegen. Nächstes Nobbe. Die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Das ist Nobbe jetzt. Domme. Meiner. Fehler. Fearless. Nobbe. Domme. Und meiner. Jetzt sind die Vögel, wie gesagt, eingeteilten Interrupts. Ich habe ersten hier. Ich habe noch 10 Sekunden Cooldown. Das ist okay. Ne? Einfach Death Cooldowns anmachen. Ja, mach ruhig. Okay, ja. Einfach Death Cooldowns anmachen und Max Damage hier auf die Dinger. Und auf jeden Fall Kick nutzen, wenn ihr habt. Da ist auch wichtig, dass Damage nicht aufgeteilt wird. Killer. Domme. Nobbe. Und meine. Jetzt muss durchgelassen werden. Und danach Domme. Domme. Killer. Durchlassen. Jetzt spielen wir hier zwei Mobs und dann den Boss. Okay. Ich mach gerade mit der Gilde in Kien, der eine sagt das so ein bisschen an. Das ist eigentlich ganz gut. Weil Karre ist echt langsam, ätzend. Aber na gut. Ich meine, wir haben Zeit genug, aber wahrscheinlich an dem Geklaune hier zwischen Kurator und dem Boss hier. Ja, mit einer anderen Gruppe hatte ich den immer ausgelassen, haben wir den geskippt. Ja, kannst du wahrscheinlich machen, ja. Ich denke, ein High Fortified ist ja auch wirklich unangenehm zu tanken. Mit dem Frontal ist super unangenehm. Ja, das Problem ist, ich habe ihm am Anfang einmal zu spät gespottet, dann habe ich natürlich immer den Cooldown zu spät gehabt, ne? Ja. Machst halt nichts. Muss man halt irgendwie prepared sein, so. Ja. Also die Mobs hier unten haben eine. Ja, sofort. Die Mobs haben eine super kleinen Agro-Radius, das heißt. Wir gehen hier einfach so zwischendurch, zwischen Ratte und Spinne. Okay. Und spielen diese Ratte hier und da hinten die Spinne, die ist verwandelt gleich. Die werden wir jetzt geerdet. Okay. Das passt, einfach mitnehmen. Einfach mitnehmen. Zur Ratte? Ja, einfach zur Ratte, okay. Mitnehmen. Und rein theoretisch die Spinne dahinter, Vorsicht mit der Spinne hier. Erden. Okay. Aber die können wir auch noch später spielen oder mit dem Boss oder sonst was. Weil die Ratte hier macht ziemlich viel Damage. Okay. An dir halt, ne? Also ziemlich viel Tank. So, hier müssen wir ein bisschen avoiden. Okay. Ja, genau. So, jetzt kannst du da hinten die Spinne noch pullen. Ja. Ah, das ist nochmal ein Dreadlord, okay, I see. Genau.
Wir finishen die Ratte und vorsichtig hier springen. Achso, kann man da drüber springen? Ich dachte, du musst die Lücke finden. Beides. Okay. Sicht. Nobby, du hast den dort, pass auf. Man musste doch bei dem Wurm irgendwas ablegen. Du tankst den hier ganz hinten in der Ecke. So weit da in der Ecke, wie es irgendwie geht. Ganz da rein. Rechts oder links? Da, wo das Orangenmark steht. Da ganz rechts. Ah, okay, I see. Das sammelt man bei dem Boss die Kugeln ein, oder nicht? Nee, du kannst die einsammeln, aber normalerweise spawnen die alle da bei dem Boss. Einfach so schnell wie möglich da in die Ecke. Das wäre dann Bloodlust. Ganz in die Ecke. Da geht's nicht. Nee, das ist fein so. So. Dann die ersten Kugeln sammelt Nobber ein und Cloaked. Die spawnen hier genau in dem Boss-Model. Und die, die von Range kommen, werden hier von Dormer, mir und Fearless eingesammelt. Soll ich auch welche sorgen? Erstmal nur Nobbe, genau im Boss jetzt, mit Cloak. Eine ist durchgekommen. So, da spawnt jetzt eine, die nehme ich. Das passt. Selbst wenn was durchkommt, macht das nichts. Jetzt haben wir keinen Cloak mehr, das heißt, die nächsten, die da so in dem Boss-Model spawnen, sammelst du ein, mit als Tank einfach. Okay. Da sind die Kugeln einsammeln. Genau im Boss-Model, genau im Boss-Model. Ja. Jetzt muss ich in das Ding reinlaufen, oder? Ja, kannst du abstecken hier. Muss ganz weit. Die verschwinden auch, die werden also kleiner, ist ein bisschen weird. Ja. Aber das passt. Okay, na ja, gut, das ist schon. Ja, du hast zwei, Domme, du hast zwei, passt ein bisschen auf euer Leben. Nicht mehr als zwei nehmen. Und Snaps weg. Stacken wir hier ab, den einen Stack. Aufsammeln hier. So gut es geht. Und einfach umhauen. AOE kommt nochmal. Dom ist tot, pass auf, kannst du angreifen? Ja, ist die Frage. Ihr müsst aber wahrscheinlich abstecken hier, Fearless und Dings, wenn ihr keinen Heiler habt. Einfach durchlassen jetzt hier. Und wie kann man abstecken? In die Healer-Fläche reingehen und dann verlierst du die Stacks. Die werden dann kleiner und dann. Ah, das. Mhm. Genau, die hier so im Boden rumliegen. Fast. Easy Boss. Ja, aber wenn du den in der genauen Ecke tankst, dadurch, dass du quasi dann irgendwann wahrscheinlich eingesammelt hast, bist du halt so raus aus der Ecke, dann sind die nicht mehr in dem Boss-Model gespawnt. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber dann. Ne? Weil, wenn das passiert, also wenn die in Melee sind, kannst du einfach alles pullen. Weiter, raus, weiter, weiter, okay. Weiter. Noch weiter. Bis da zur Tür, das Pack hier noch. Und dann ja, gut, muss ein bisschen gucken, ob keine Inker oder irgendwas im Start. Das macht nichts, du kriegst 0 Damage hier in dem Pack. Das ist absolut whatever, das Pack. Sleep-Fläche irgendwo. Ranged. Frontburn. Ich grüße schon mal alle, die reingeschalten haben. Ja. Es ist ein bisschen hektisch in dem Key, ne? Will den jetzt nicht ja, verkacken. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen zu viel Prozente sozusagen. Aber wir spielen jetzt einfach die beiden Dudes und skippen die nächsten beiden. Skippen den nächsten Dude da oben, den named. Also jetzt einfach die beiden spielen. Die haben Tank Knockback. Du musst dich also. Und zwar der linke sozusagen. Der darf sich von dem nicht runterknocken lassen. Von dem linken. Also ja, ich drehe einfach jetzt immer in die Richtung hier. Ja, da musst du gucken, da ist noch ein Mob, den wir skippen wollen, ne? Also. Achso, das wenn passt ich jetzt aber. Das passt aber, mach ruhig so. Achtung, hinten ist die Fläche. Frontal. Oh, nicht bewegen bitte. In Bodenflächen hier, die wir gelegt haben. Ich kann nicht ab. Ja, da wirst du reingedragt in die Fläche. Ja, das ist fein. Mighty Swing. Das ist auch ein Frontal, ne? Das ist ein bisschen weird irgendwie. So, den skippen wir mit Shroud. Haltet euch ganz rechts. Mit Pets aufpassen. Kurz Quaking abwarten. Und weiter. Bisschen warten, wenn es mich weit hinten.
kann nochmal roaren. Passt. So, jetzt töten wir hier den linken Hund. Und sobald der down ist, auch den King. Der King hat so einen Melee-AOE um sich rum. Gut aufpassen. Nicht davon treffen lassen. Könnt ihr euch ruhig cleaven, das passt schon. Auch mit dem zweiten Hund sozusagen oder sonst was, relativ egal. Hauptsache, wir gehen jetzt gleich auf den King. Bin jetzt ready. Auf den King. Vermutlich mal in die gelben Flächen darf man nicht stehen, oder? In gar keinen Flächen, alles, okay. Alles was hier Bodenfläche ist, shit. Bisschen weniger Damage auf den Hund. Okay, jetzt können wir den Hund töten. Das one-shotte dich auch als Tank, by the way, diese weiße Fläche um den King. Gut aufpassen damit. Ja, ich glaube, das hat gerade richtig rausgedamaged. Also mich hätte das, mich one-shotte das als Tank, wenn ich hier als Krieger bin. Ich kriege irgendwie 150k. Aber vielleicht nicht auf 16, keine Ahnung. Gut, ich hatte jetzt halt wegen Inka ein relativ großes Absorb-Schild, deswegen ist es wahrscheinlich überlebt. Ja, maybe. Lucky. So, Endboss kann im Endeffekt nicht wirklich viel. Interrupts, die den Tank treffen. Ein Frontal, den man dodgen muss. So ein Beam, der verfolgt einen, einfach weglaufen. Und ansonsten noch Debuffs, die auf den Ranges dispelst du Domme und Melees lässt du expiren. Das heißt, sobald das expired ist, lauft ihr raus als Melee. Ich grüß und dich. Dann spawnen so Kugeln aus euch raus und fliegen in alle möglichen Himmelsrichtungen, die wir dodgen müssen. Deshalb ist das wichtig, das wird auf dir nicht dispelt, Nobbe. Und du läufst einfach raus, bevor das ausläuft. Damit du uns nicht bombst. Ne? Und Ranges kannst du dispellen, aber Domme sagt das am besten einfach an, damit wir alle vorbereitet sind. Und wenn ihr als Range dispelt werdet, einfach stehen bleiben, weil die Kugeln spawnen aus euch, nicht dass ihr in eure eigenen Kugeln reinlauft. Ich mach den ersten Interrupt, Nobbe den zweiten. Gemacht, Nobbe dann. Nobbe, Taylor. Einfach weglaufen und Frontal. Also ich soll den nächsten Interrupt machen, meinst du? Ja, mach. Okay, mach. Ich mach den nächsten. Frontal. Ja. Was passiert, wenn man so eine Kugel saugt? Ja, Damage halt, ne? Okay. So, das nächste wäre wieder Nobbe und Frontal. Ich glaube, wir kriegen keins mehr, der geht jetzt. Ja, kann sein, ja, ins Portal alle. Hier macht er jetzt einen Frontal in unsere Richtung, so ein bisschen rechts oder links. Einfach dodgen. Einfach dodgen. Und dann nicht irgendwo so Ads auch? Ne, auf der nächsten. Komm beim zweiten. Hier jetzt einfach nur dodgen. Ich hab den ersten Interrupt. Ich hab gemacht. Aber dann. Mhm. Fehler wäre der nächste. Frontal. Mhm. Immer noch Fehler. Ich bin next. Frontal. Dodgen. Ich hab gemacht, Nobbe. Und Frontal. Googeln, dodgen. Sag mal bitte ruhig Bescheid, Domme, wenn du das dispelst. So, nur damit wir irgendwie gedanklich... Das Seite ist ausgelaufen, das hat mich gerade selbst überrascht. Ja, einfach weil... Damit wir irgendwie geistig darauf vorbereitet sind, dass wir Kugeln dodgen müssen. Ja, jetzt kommen Ads, die einfach direkt in den Boss ziehen, passt ein bisschen mit Aggro auf, einfach direkt straight up durchlaufen, bis zum Boss. Ich schieß auf. Ich mach den Interrupt auf den Boss, wir hauen einfach nur den Boss. Die haben, Ads haben Frontal Cleave, also ein bisschen aufpassen mit Dings. Ja, also ich drehe sie einfach quasi alle ein bisschen raus. Genau. Einfach nur auf den Boss gehen. Scheiß auf die Ads, relativ egal. Also wenn ihr einen Gain habt, okay, dann macht das, aber ansonsten... Ich krieg mein Absorb-Schild halt. Ich mach den Interrupt late. Nicht panicken. Frontal. Nobbe dann interrupten.
Easy key, I guess. Das war echt einfach, hätte ich vielleicht gar nicht so weit runter machen brauchen. Ne, vielleicht nicht, ne. Also das Problem ist halt einfach bei Medivh Interrupts. Die Leute müssen wissen, was sie interrupten müssen, wo. Und ansonsten... Wir haben sogar ein bisschen zu viel Prozente gemacht. Wir müssten wahrscheinlich, wenn wir diesen Affix-Mob mitnehmen, können wir diesen Frontal-Dude wahrscheinlich auslassen. Weil der King gibt, glaube ich, nochmal 7%. So, und das ist wahrscheinlich ungefähr das gleiche.